Ja, hallo YouTube. Peter und Paul Samstag, 13.30 Uhr oder 13.15 Uhr, ich weiß es nicht genau, die perfekte Uhrzeit. Wahrscheinlich habe ich nur einen Zuschauer. Hallo Mama, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute passend zum Peter und Paul Fest ein Kapitel aus meinem Buch vorlesen, das da heißt Speck trifft Spektakulum. Eine literarische Narretei. Viel Vergnügen. Meine Freundin ist ein großer Mittelalter-Fan. Ich bin da eher so der Mitläufer. Einmal im Jahr wird bei uns ein großes Festival gefeiert. Die Menschen hier sind so mittelalterverrückt, dass sie ganze 4 Tage in Kostümen verkleidet, sich als edle Recken, anmutige Jungfrauen, wackere Handwerksburschen und tapfere Ritter durch die engen Gassen drücken. Finstere Gesellen mit Schwertern, Haubitzen und Hellebarden bewaffnet sind omnipräsent. Selbst Tiere müssen mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse, Hunde, Ochsen und Polizeipferde. Alle sind sie dabei. Würden Dinosaurier noch leben, auch sie müssten in die Schlacht ziehen. Doppelsöldner auf Tyrannosaurus Rex. Kurze Arme zwar, aber so ein Maul, da hätten die Schwaben wohl schon allein beim Anblick schreiend das Weite gesucht. Allerlei Handwerksbräuchen wird gehuldigt. Die Korbflechterinnen flechten Körbe. Die Scherenschleifer schleifen Scheren, während der Kettenhemdmacher, Sie ahnen es, ein Hemd aus Ketten macht, das man im Winter wunderbar als Schneekette auf die Winterreifen aufziehen kann. Es wird bierernst nach alten Rezepten gebraut, nach historischen Schnitten hysterisch genäht, Papier geschöpft, getanzt, getrunken, gegessen und auf historischen Instrumenten bis in die Puppen posaunt und schalmeit, als gäbe es kein Morgen. Manche drehen völlig am Rad und spielen sogar ganze Schlachten nach mit echtem Schießpulver und noch echterem Kunstblut. Zigtausend Menschen schieben sich durch die Altstadt. Gekrönt wird das Ganze von Heerscharen an Landsknechtstrommlern und Fanfarenbläsern, die gefühlt zu jeder Uhrzeit durch die engen Gassen rumpeln. Und weil man im Mittelalter auf Feinstaubwerte gepfiffen hat, rauchen überall unzählige offene Feuerstellen und Öfen vor sich hin. Dagegen ist das Land Mordor aus Herr der Ringe das reinste Auenland. Ach ja, der Begriff Kostüm zählt übrigens als Beleidigung. Das heißt Gewand, klärt mich meine Holde immer wieder erfolglos auf. Während sie jedes Jahr aufs Neue um ein spielerisches Accessoire bemüht ist, da eine Brosche, da eine Haarnadel, mache ich mir um mein Gewand keinen großen Kopf. Ich habe in einen alten Kohlesack 3 Löcher geschnitten, ein großes am Sackende für meinen Kopf, je rechts und links ein kleines Loch für meine Arme. Und weil ich vergessen habe, die Schnittränder abzunähen, löst sich mein Gewand bei jeder Bewegung gefährlich auf. Da wird der Tanz auf dem Kirchplatz zum Striptease. Aber ich tanze nicht. Dazu noch als authentisches Schuhwerk, je nach Wetterlage, ein paar abblätternde Birkenstock-Sandalen oder alte Miststiefel aus Opas Schweinestall mit viel Dreck und fertig ist der Reck. Meine Holde dagegen ist eine elegante Schönheit, die sich regelrecht schämt, mit mir über die Plätze zu laufen, wo wir von vielen Menschen gesehen werden. Sie, mit der reinen Schönheit einer Elfe, muss sich
mit mir einen behaarten Hobbit sehen lassen. Marktplatz oder Kirchplatz sind deshalb tabu und wir schleichen heimlich von Lager zu Lager. Schwungvoll tanzen kann sie auch ohne mich. Ich leere stattdessen mit demselben Schwung meinen Bierkrug. Wir sind auf dem Fest. Obertonreiche Trommelrhythmen und näselnde Dudelsackmelodien fräsen sich in meine Gehörgänge. Nach vier kühlen Humpen, deren Zutaten Gott erhalte möge, bin ich nicht nur im Mittelalter, sondern fühle mich auch so. Ich habe nichts mehr zu melden, fühle mich aber dennoch über alles erhaben. Meine Holde kommt ganz außer Atem vom Tanzen. Sie hat Hunger und wir beschließen, uns eine frische Falafel oder einen herzhaften Rahmfleck zu kaufen. Dieselbe Idee scheinen auch ständig hunderte andere Festbesucher zu haben. Die Warteschlange scheint kein Ende zu nehmen. Müssen einem auch noch sämtliche Leute, die man kennt, ausgerechnet hier über den Weg laufen? Um Gespräche mit belanglosem Inhalt abzukürzen, antworte ich gerne einsilbig. Meine Holde dagegen tratscht mit jeder Bekannten oder auch Unbekannten, wenn es sich denn ergibt, wie ein altes Waschweib. Sie nimmt überhaupt nicht wahr, dass sich die Warteschlange für uns einstweilen um 5 Meter weiter bewegt hat. Irgendwann sind wir an der Reihe und zahlen eine horrende Summe für ein bisschen Teig mit Speck und Schmand. Mittlerweile schmerzen meine Füße und ich kann nicht mehr stehen. Den Nachhauseweg bestreiten wir, wie ihn auch die Menschen um 1504 bestritten haben, mit dem Taxi. Die Authentizität muss schließlich gewahrt werden. 2 Wochen später stürzt meine Holde ganz aufgeregt ins Wohnzimmer. Wir haben Karten für ein Mittelalterfestival in Kassel gewonnen, mit Bahnfahrt und Hotelübernachtung. Sehr authentisch, erwidere ich. Eigentlich sollten wir da mit einem Ochsenkarren anreisen. Ach, jetzt sei doch nicht so, fahr doch bitte mit, bettelt sie. Einen Monat später sitzen wir im Zug Richtung Nordhessen. Das Festival findet auf einer riesigen, dürren Freifläche ohne schattenspendende Bäume bei gefühlten 40 Grad statt. Fahrt und Hotel und Eintritt waren ja gesponsert, aber um hier überleben zu können, bräuchte man schon die schwarze Kreditkarte von American Express. Ein Viertelliter Wasser in einer authentischen Einwegplastikflasche kostet, sage und schreibe, 5 €. Ein halber Liter Gerstensaft Marke Eigenbrau in einem authentischen Souvenirglas sagenhafte 11 €. Das sind ja Preise wie auf dem Oktoberfest, stelle ich lakonisch fest, vom Essen ganz zu schweigen. Und die Tatsache, dass die Währungsbezeichnung Euro hier in Taler mit TH umgetauft wurde, verleiht dem Fest keine glaubwürdige Authentizität, schimpfe ich und berechne unser Budget. Eine simple Waffel mit Puderzucker kostet 4 Taler. Wenn sie vor dem Verzehr aus einem Holzdrachenmaul rutschen soll, 1 Taler extra. Zaubershows und Jonglage-Events kosten extra und selbst fürs Gacken wird mehr Geld als in den Autobahnrestaurants verlangt, mit dem bedeutsamen Unterschied, dass es hier keine Gutscheine von Sanifair zum Sammeln gibt. 3 Stunden und wir können betteln, warne ich, aber meine Holde hüpft begeistert wie ein junges Reh von einem Stand zu einem anderen Stand, der frisch geflochtene Blumenkränze zur raffinierten Verschönerung der Haarpracht feilbietet. Vielleicht liegt es an dem Kohlensack, den ich trage. Der Händler
merkt jedenfalls sofort, dass ich zu der preissensiblen Käuferschicht gehöre und zeigt meiner Holden einen schlichten Kranz aus Margeriten. Aus echten Plastikmargeriten. Was kosten die, erkundige ich mich. Das mache der Taler 12, edler Recke, schalmeit es mir entgegen. Haben Sie einen Sprachfehler, frage ich, und meine Holde boxt mir in die Rippen. Mensch, im Mittelalter hat man so geredet. Ach ja? Woher weißt du das? Besitzt du originelle Feldaufnahmen aus dem Jahre 1500? Sind die beiden Musikethnologen Bartok und sein Kumpel Kodai, nachdem sie rumänische Bauerngesänge aufgenommen haben, mit der Zeitmaschine ins Mittelalter gereist, um wertvolle Tondokumente für die Nachwelt zu archivieren? Langsam wird mir dieses Kasperletheater zu bunt. Jetzt sei nicht so, sagt meine Holde. Spiel mit, du wirst schon sehen, das macht Spaß. Na gut. Ich atme tief ein und erhebe meine Stimme. Seid gegrüßet, edler Spross einer Dirne, der ihr jene entzückende Pflanzenpracht so wunderbar geflochten habt und wohlfeil bietet. Wisset, dass hier am heutigen Tag mein Recht auf Rabatt zur huldvollen Anwendung kommen wird. Aber entpuppt ihr euch als Beutelschneider, werden wir euch mit all dem anderen Gesindel in den Schandturm werfen lassen und nach 3 Tagen an den Pranger stellen, auf das man euch bewerfe mit allerlei faulem Obst, Gemüse und Getier. Darum mache er uns einen guten Preis, denn wir brauchen unsere Taler hier vor allem für Essen und Gebräu, auf das uns die Wänste und Mieder bersten werden. Völlig baff starren mich meine Holde und der Florist an. Wortlos reicht er meiner Holden den schönsten aller Kränze. Geschenkt, und jetzt verschwinden sie. Na, hat es Ihnen die authentische Sprache verschlagen? Rufe ich dem Herrn beim Gehen zu. Meine Holde ist glücklich, denn das Preisschild, das noch am Blumenkranz hängt, verrät, dass dieses kunstvolle Flechtwerk satte 50 Taler gekostet hätte. Ich möchte nicht wissen, was Sie damals bei einer Beerdigung für einen Kranz zahlen mussten, bemerkte ich beim Weitergehen an. Meine Taktik, die fahrenden Händler mit Salven an mittelalterlichem Geschwafel mundtot zu machen, geht auf. Nirgends müssen wir auch nur einen Taler bezahlen. Ich denke, ich werde dieses Konzept des Geldsparens demnächst beim Autohändler ausprobieren oder beim Makler. 2 Tage später sind wir wieder zu Hause. Es ist ein kühler Spätsommerabend und meine Holde kommt nach dem Abendessen aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. Ach, ich hätte gerne im Mittelalter gelebt. Diese großartigen Gewänder, die schöne Musik und das leckere Essen. Und wie bitteschön hättest du das alles finanziert? Du weißt schon, dass damals 99% der Bevölkerung arme Bauern waren. Das war doch romantisch. Ich wäre bestimmt ein vornehmes Burgfräulein gewesen, das auf ihren edlen Ritter wartet. Die Burgfrauen damals waren aber bedeutend jünger, entgegne ich und bereue es sofort. Vielen Dank, der Herr. Ich glaube, der Stallbursche schläft heute Nacht besser auf der Couch. Du weißt das Authentische an Mittelalterfesten doch gar nicht zu schätzen. Also ich würde gerne im Mittelalter leben. Beleidigt geht sie die Treppe hoch ins Schlafzimmer und schlägt die Tür zu. Ich wette, du würdest keine 3 Stunden im Mittelalter aushalten, rufe ich ihr hinterher. Wette gilt, schreit sie aus dem Schlafzimmer. Echtes Mittelalter nach meinen Regeln. Der Verlierer macht zur Strafe 1 Monat lang den kompletten Haushalt alleine, brüll ich zurück und höre, wie sie die Tür einen kleinen Spalt weit öffnet. Alles klar, wenn ich deine Show 4 Stunden aushalte, gewinne ich und bin 1 Monat lang das Burgfräulein und du mein Diener,
Gebe ich auf, gewinnst du. Sie muss schmunzeln. Trotzdem schläfst du heute Nacht auf der Couch. Ich wünsche süße Träume, Saya. Schon fällt die Tür ins Schloss und ich höre, wie sie mit dem Schlüssel energisch abschließt. So, so. Sie möchte authentisches, echtes Mittelalter. Das kann sie gerne haben. Als allererstes sorge ich dafür, dass das Burgfräulein nicht überraschend aus dem Schlafgemach schleichen kann und verbarrikadiere für die Dauer meiner Vorbereitungen die Tür mit einem Stuhl, dessen Lehne ich unter den Türgriff klemme. Dann beginne ich das Haus und unser gesamtes Leben Stück für Stück in das echte Mittelalter umzurüsten. Das wird ein authentisches Spektakulum. Nach einer Stunde lege ich mich schließlich im Wohnzimmer auf die Couch, wo ich sofort einschlafe. Mein Burgfräulein weckt mich unsanft. Hey, aufwachen! Die Toilettenspülung geht nicht und ich habe groß gemacht. Das rieche ich bis hierher, erwidere ich gespielt angewidert. Weißt du, kläre ich sie auf, im Mittelalter hat man Hygiene nicht groß geschrieben, obwohl es damals schon ein Hauptwort war. Es gab nun mal keine Wasserspülung. Da landete alles auf der Straße. Ich reichte ihr einen alten Eimer. Hier, nimm das Weib, entsorge dein Häuflein im Garten und ich bitte dich in unser beider Interesse, deine Notdurft auch künftig dort zu verrichten. Wortlos verschwindet sie erst im Bad, dann im Garten. Nach 5 Minuten kommt meine Miss Mittelalter missgelaunt zurück. Ich werde jetzt duschen gehen. Keine 2 Minuten später steht sie in ein Badetuch gewickelt vor mir. Kein Wasser, mault sie. Ich reiche ihr einen Eimer. Kaltes Wasser belebt den Geist, feixe ich und bekomme daraufhin ihren mittelalten Mittelfinger präsentiert. Wo um Himmels Willen hast du meine Kosmetika hin? Duschgel, Shampoo, Bodylotion, Deo, Parfüm, mein Schminkzeug, alles weg, schalmeit es aus dem Bad. Ich gehe ins Bad, wo meine Holde wie ein Häufchen Elend vor dem Badezimmerschrank kniet. Mit erzieherischem Grundton setze ich zu einer ertragreichen Erklärung an. Im Mittelalter hat man gestunken. Die 3 berühmten P, Puder, Parfüm, Perücke, gab es erst 200 Jahre später bei Ludwig dem 14. Du meinst, der Sonnenkönig in Versailles war gar nicht so reinlich? Fragend schaut sie mich an und schnuppert widerwillig unter ihre Achseln. So sieht's aus, antworte ich und gehe in die Küche, um das Frühstück vorzubereiten. Sie kommt nach. Was hast du Leckeres gekocht? Voilà, es gibt ungezuckerten Gerstenbrei. Wohl bekomm's. Mag ich nicht, meckert sie und schiebt den Teller weg. Gibt es wenigstens Kaffee? Da muss ich dich leider auch enttäuschen. In Deutschland wurde das erste Kaffeehaus erst 1673 in Bremen eröffnet. Bis dahin tranken die Menschen morgens Biersuppe. Prost, Schatz! Ich greife zu meinem kühlen Hellen und lasse die erquickende Hopfenkaltschale meine Kehle herunterrinnen. Ah! So macht Mittelalter Spaß. Oh Mann, ohne meinen Kaffee bekomme ich erstens schlechte Laune und zweitens Migräne. Unruhig wie ein Tiger im Käfig läuft sie in der Küche auf und ab. Ich nehme jetzt eine Aspirin, dann geht es vielleicht.
Schatz, sage ich und lege ihr beruhigend beide Hände auf die Schultern. Acetylsalicylsäure gibt es leider erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Du wirst wohl mit Heilkräutern Vorlieb nehmen müssen. Wütend reißt sie sich los. Mir egal, ich schreibe jetzt meiner Cousine, ob sie mir was vorbeibringt. Wusste gar nicht, dass man um 1500 schon WhatsApp-Gruppen hatte, pruste ich los und deute auf den toten WLAN-Router. Edge, mobile Daten hatte scheinbar doch gegeben. Meine Holde streckt mir glücklich das Display entgegen. Du schummelst, ermahne ich sie und sie gibt klein bei. Sie öffnet den leeren Kühlschrank, in dem nur Bierflaschen aufgereiht Spalier stehen. Ah, dann gehe ich jetzt wenigstens was fürs Mittagessen einkaufen. Wochenmärkte gab es damals ja schon. So viel weiß ich selbst. Was soll ich kochen? Das, was es damals so gegeben hat. Ich reiche ihr ein Buch mit mittelalterlichen Rezepten, das sie mir zu Weihnachten geschenkt hat. Erwartungsvoll blättert sie es durch. Ragout mit Nachtigallenzungen, Brombeermarmelade mit Honig und Agresse. Wo um Himmels Willen soll ich so ein Zeug herbekommen? Tja, dann wird es wohl gedünstete Steckrüben mit Zwiebeln auf Hirsebrot geben, scherze ich. Das werden wir ja sehen, kontert sie und greift nach dem Geldbeutel und Schlüsselbund. Sie sucht nach dem Autoschlüssel. Na prima, Benzinkutschen gab es ja auch nicht. Genervt pfeffert sie die Schlüssel in den Flur und verfehlt den Spiegel nur um Haaresbreite. Dann reite doch oder geh zu Fuß. Schon gut, ich gehe zu Fuß. Ich muss so oder so noch bei der Sparkasse vorbei und Geld holen. Da gibt es eh keine freien Parkplätze. Draußen regnet es und sie greift nach ihrem Regenschirm. Der Schirm bleibt hier. Den gibt es erst seit 1715. Nicht dein Ernst, oder? Sie fügt sich ihrem Schicksal und schleicht mit hochgeschlagenem Kragen auf die Straße. Ich finde mich mehr als gnädig, weil ich sie nicht gezwungen habe, in ihrem Gewand das Haus zu verlassen. Nach einer Stunde klopft es ans Fenster. Seit 5 Minuten klingel ich wie verrückt und du öffnest nicht. Gab es im Mittelalter etwa elektrische Türklingeln? Setze ich zu meiner Verteidigung an. Es ist alles so furchtbar. Meine Bankkarte ist gesperrt und mein Handy geht nicht mehr, weil der Akku leer ist. Meine holde Mittelalterprinzessin setzt sich zu mir auf den Schoß und schaut mir tief in die Augen. Sie kuschelt ihren Kopf an mich und ich spüre, dass sie völlig durchnässt ist. Du, sie schaut mich an, weißt du was? Du hast die Wette gewonnen. Entschuldige, dass ich gestern so gemein zu dir war. Ich küsse mein Burgfräulein auf die Stirn. Gemeinsam drehen wir das Wasser wieder auf, schalten den Strom ein und rufen bei der Bank zwecks Entsperrung unserer Karten an. Ich gebe ihr all ihre Kosmetika wieder und sie nimmt ein heißes Bad und duftet danach wie eine Göttin. Dann fährt sie kurz zum Einkaufen, kommt nach einer halben Stunde mit prall gefüllten Einkaufstüten zurück. Sie verschwindet in der Küche. Ich höre, wie sie mit dem Rührgerät einen Teig macht. Sie heizt den Heißluftbackofen an. Kurze Zeit später zieht ein herzhafter Duft durch das Haus. Es gibt authentische Rahmflecken mit reichlich cremigem Schmand und krossem Speck. Genussvoll beißen wir hinein. Ach, sagte zu mir, uns geht es doch gut hier. Wir haben genügend Geld und ein Haus mit Strom, Gas und Wasser. Stimmt,
Ich glaube, das Mittelalter ist für uns nur deshalb so großartig, weil wir jederzeit wieder in die Neuzeit fliehen können. Deswegen fasle nie wieder etwas von mittelalterlicher Authentizität. Sonst veranstalte ich hier im Haus wieder so ein Spektakel. Aber dann für 4 Tage. Besser nicht, lacht meine Holde und wischt mir mit ihrem Zeigefinger den speckigen Schmand ganz authentisch von den Lippen. Vielen Dank und adieu.